unser Campspot für die Nacht. Ganz geil. Wir sind hier relativ spät leider im Jungland angekommen. Und jetzt geht's weiter Richtung Wilpena Pounds. Leider ist mein rechter Arm total verbrannt von gestern vom Autofahren. Oh, sorry, vom Autofahren. Deswegen muss die Caro jetzt erstmal kurz fahren. Ach, so ein schönes Auto. Gut gemacht, Baby. Und wie hat sich's angefühlt? Gut. Easy? Die Australier sind ja wirklich mega korrekt mit allem. Wir sind jetzt hier in so einem Kaff angekommen, Hawkers heißt das. Habe ich auch eben hier gerade beim Reinfahren gefilmt. Kostenlos Wasser, WLAN. Wasser sieht man auch, ich habe gerade mein Gesicht gewaschen, es glänzt bestimmt. Und natürlich wunderschöne Aboriginal Art wie Urdlu, Kangaroo. Ja, wahnsinnig schön. Naja, immer Mülltonnen kostenlos. Und es ist halt einfach keine Sau da. Man hat immer alles für sich selbst. Man kann hier essen. Dann hat man oft noch diese Barbecues, wie gestern einen hatten. So sexy lässt grüßen. Neue Folge, Joel Doing Australia mit Caro. Wir haben jetzt gerade nochmal vollgetankt hier. Es ist das letzte Mal, dass es 2,10 Dollar nur kostet, was immer noch ungefähr äquivalent ist zu 1,30 Euro. Also es ist immer noch für unsere Verhältnisse sehr, sehr günstig und wir sind ja hier schon ziemlich im Nirgendwo. Die nächste Tanke, da kostet es dann halt direkt 2,30 Dollar oder so. Das war vor 5 Jahren das Höchste, was ich damals bezahlt habe. Also das Maximale im letzten Outback. Und jetzt sind wir halt noch nicht so weit weg. Und es kostet aber schon so viel. Naja, auf jeden Fall geht es jetzt los Richtung Flinders. Wir sind in den Flinders Ranges, aber es geht noch ein bisschen weiter rein, dass wir noch mehr sehen können. Überall hier sind immer diese Kriegsmemorials. Ja, ganz cool gemacht. Ein bisschen traurig halt wegen Krieg. Aber ja, wir haben jetzt bisher 480 Kilometer gefahren, nachdem ich gedrückt habe. Also vielleicht so 500. Ist eigentlich schon nichts mehr hier. Wird geil. Der ab hier oder was? Ja. Ach so. Wangara Lookouts. Und da sollen wir zum oberen gehen. Und das soll ungefähr 3 Stunden dauern. Okay, und danach? Und danach fahren wir. Ich frage, ob wir hier runterfahren oder halt direkt hier hoch. Zum Bunyaroo Gorge und noch 2 anderen. Und gucken uns das an. Und wo ist unser Campspot für heute Nacht vielleicht? Hier oben. Linmen. Korrekt. Wir haben auch wieder hier die App am Start. All Trails. Was ist? Wangara Lookout. Für den Weg haben wir auch was eingepackt. Und dann geht's jetzt los. Wir sind jetzt hier Wilpena Pound hochgelatscht und wir dachten die ganze Zeit, hier ist ein See, aber es kommt kein See. Es gibt 2 große Themen, worauf ich in meinem Leben warte. Das ist einmal ein See und die Legalisierung. Also wir haben hier einfach nur so eine flache Area, die habe ich gerade mal gefilmt, zeige ich euch jetzt. Hier wurden mal 120.000 Schafe gehalten. Außerdem wurde hier Weed angebaut. Und es wurde mal alles vertrocknet, außerdem ist die Hälfte abgebrannt und es war eine Sturmflut. Also hier ist alles passiert und so sieht es auch aus. Also auf dem Weg hier hoch haben wir einige Schilder gelesen, wo so ein bisschen erzählt wird, wie die Europäer oder also die Weißen halt hier dieses Aboriginal-Land eingenommen haben. Und es ist immer ziemlich krass zu sehen, weil dann stehen da so Sachen wie, dass die Europäer, die Aborigines, die Vieh angesehen haben, also Livestock, sagen die, also Vieh, ja. Genau, und dann wurden die halt hier vertrieben, dann haben die hier Zäune aufgebaut, schon übel. Naja, und ich habe eben hier für euch mal gefilmt, wo die hier damals das angebaut haben. Und das Haus ist direkt hier unten. Das heißt, die mussten das Zeug da hinten abbauen oder anbauen, dann ernten, dann hier vorbringen. Dann stand da unten auf einem anderen Schild, dass das erst in kleinen Wagen geladen werden musste, weil es nur einen Ausweg aus diesem Tal gibt. Und dann, als sie raus waren, dann haben sie es in großen Wagen geladen. Dass sich das gelohnt hat, verstehe ich nicht. Trotzdem geil. Und als Kind hätte ich auch gerne hier gespielt. Also es sind wohl, was, 9 Kinder waren es, oder? Hier aufgewachsen? Ja. Oder 12? Nee, 9. 9 Kinder. Ich denke, die hatten es ganz gut hier. Ich meine, wenn man das als Spielplatz hat. Ist korrekt. So, wir sind wieder im Auto. Wir sind hier bei Wilpena Station. Jetzt sind wir hier rausgefahren und sind hier beim Stokes Hill Lookout. Und sieht auch ziemlich fett aus. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wie wir oben sind. Wie ist deine Experience? Gut. Wackelig. Ja, sehr wackelig. Total windig. War ein richtig geiler Lookout und wir haben echt Glück. Weil wir jetzt hier auch gerade so richtig, richtig geilen Regen sehen. Jetzt sieht man total krass, wo es überall regnet. Da hinten fällt Regen, da fällt Regen, da fällt Regen. Und wir müssen jetzt natürlich genau nach da fahren. Ich hoffe, in den Swag regnet es nicht rein. Aber sollte es nicht und in die Stühle auch nicht. Dafür wird das Auto wieder sauber gemacht, weil jetzt hier schon wieder ordentlich Outback-Staub drauf ist. Hi.
den Weg. Also hier ist ein krasses Gewitter hinter uns. Wir haben jetzt hier geparkt in einem Flussbett, was normalerweise eigentlich hier nicht machen würde. Gerade wegen krassem Regen. Aber wir stehen alle noch viel weiter unten im Flussbett und bis wir hier erreicht werden. Dauert, deswegen bleiben wir hier stehen. Und ich mache jetzt einen Zeitraffer, wie wir unser Camp aufbauen. Die Blitze sind der Hammer. Sieht so geil aus. Also das mit dem Zeitraffer war jetzt nicht so erfolgreich. Erst fängt es an zu regnen, dann war es dunkel. Aber egal. Jetzt kochen wir. Camp ist aufgebaut, Zweig steht da. Nudeln mit Hackfleischsoße à la Caro. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao. Wir sind jetzt gerade aus den Flinders rausgefahren. Hier ist alles flach jetzt. Wenn ich mal mein Fenster runter mache, da hängen die ganzen Wolken, immer noch Regen. Es hat auch gerade wieder angefangen zu regnen. Und nach vorne, da vorne scheint die Sonne und kein einziger Hügel mehr. Unglaublich. Jetzt nochmal guten Morgen. Wir haben jetzt eben im Camp schon mal besprochen, was wir heute machen. Und das seht ihr jetzt. Ja. Die Frage ist, ob wir bis dahin hochfahren. Bis nach Utnedetta. Weil dann fahren wir ja von oben wieder runter. Wir sind jetzt hier schon in so einem Kaff angekommen. Hauptgrund, warum wir hier sind, ist wegen dieses schönen Symbols hier. Und das finde ich auch ziemlich korrekt, dass die Australier sowas immer zur Verfügung stehen. Und ich denke, zur Freude Karos ist da sogar ein heißer Wasserhahn. Ja, und dieser Ort hier, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall habe ich Caro gerade gefragt, was sie über diesen Ort denkt. Ihre Antwort war, er gibt mir keine Ort-Vibes. Was auch richtig ist. Also Parachilna heißt er. Parachilna wahrscheinlich. Also er heißt Dead Fish Splinter. So, wird gespült, geduscht und dann geht's richtig ins Outback. Caros erste Outback Experience folgt. 60 Kilometer weiter gefahren. Tanken wir jetzt nochmal, weil wir den Utnadatta Track fahren wollen. Das sind 100 Kilometer oder so. Deswegen immer sinnvoll nochmal vorher aufzutanken. Kleiner Fun Fact, in Australien gibt's nicht diese Dinger, die hier einrasten. Was ziemlich nervig sein kann. Man sieht hier, wo wir sind und dass die Sonne ziemlich ballert an diesem Schild da. Jetzt wollen wir uns noch hier was zu snacken bei der Kublai Caravan Park Bakery, Guangdong Café, und dann geht's los Richtung Outback.